Fakt. Das ist ein Unternehmen für Facility Management im Gesundheits- und Sozialwesen mit einem der breitesten Leistungsangebote. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Münster übernimmt bei seinen Errichtungs- und Betriebsprojekten Verantwortung mit dem Ziel, das Kerngeschäft des Kunden optimal zu unterstützen. Knapp 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen in den verschiedenen Serviceeinheiten über 50 Einrichtungen des Gesundheitswesens mit insgesamt mehr als 12.000 Plätzen. Krankenhausalltag. Komplizierte Operationen im OP-Saal. Jetzt muss es schnell gehen. Jeder Handgriff zählt. Doch damit nicht genug. Damit eine Operation oder eine Behandlung optimal durchgeführt werden kann, müssen eine Reihe von medizintechnischen, haustechnischen sowie reinigungs- und hygienebezogenen Voraussetzungen nah am Kerngeschäft erfüllt sein. Voraussetzungen, die ein nahezu unsichtbarer Partner im Hintergrund verantwortet. Fakt: Facility Management Partner. In vielen Bereichen des Krankenhauses ist die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von technischen Geräten und Anlagen nicht nur notwendig, sondern oftmals lebenswichtig. So müssen gerade die medizintechnischen Geräte im OP, in den Behandlungszimmern oder auf den Stationen einwandfrei funktionieren. Für den Einsatz dieser Geräte und Systeme gelten höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Qualität. Fakt übernimmt die ganzheitliche Verantwortung und damit auch das volle Risiko für die Betriebssicherheit der Medizintechnik und Haustechnik auf der einen und die Werterhaltung der Gerätschaften sowie der Gebäude auf der anderen Seite. Als zertifizierter Dienstleister nach DIN ISO 9001:2008, DIN 13485 und IPV, einer Qualitätsmarke innerhalb der GEFMA, kann Fakt dabei auf langjährige Erfahrungen und weitreichendes Prozesswissen zurückgreifen. An die funktionierende Medizintechnik in Gesundheitseinrichtungen werden sehr hohe Ansprüche gestellt. Aus diesem Grund warten und gegebenenfalls reparieren wir die Geräte auch in regelmäßigen Intervallen. Auch die geforderten Prüfungen wie messtechnische Kontrollen, sicherheitstechnische Kontrollen werden regelmäßig durchgeführt. Unser Ziel ist es, die Geräte Probleme im Vorfeld zu erkennen, damit es gar nicht erst zu einem Geräteausfall kommen kann. Modernste und zugleich hochkomplexe Anlagen wie beispielsweise MRT, CT oder Beatmungs- und Narkosetechnik werden von Fakt in enger Partnerschaft mit dem auftraggebenden Krankenhaus von Anfang an geplant, beschafft, installiert, in Betrieb genommen und anschließend gewartet und repariert. Diese Nähe von Fakt zum Kerngeschäft des Kunden hat sich dabei als besonders effizient erwiesen. So stellt Fakt eigene qualifizierte Medizintechniker zur Verfügung, die die Wartungs- und Serviceleistungen für die Vorhaltung der Medizintechnik übernehmen und so vor Ort höchste Flexibilität bieten. Wir haben über die letzten 12 Monate die Radiologie komplett modernisiert und apparativ neu ausgestattet, inklusive neuer Geräte wie ein Multislice-CT, was Sie hinter mir sehen, hochmodernes MRT und so weiter. Diese Umstrukturierung war nur mit der Unterstützung der Mitarbeiter der Faktmedizintechnik in diesem Umfang und dieser Genauigkeit und Schnelligkeit möglich. Hygieneprävention bzw. die Verhütung und Bekämpfung von Infektionen ist eine der größten Aufgaben in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Schließlich bergen gerade diese Einrichtungen ein überdurchschnittlich hohes Infektionsrisiko, das es einzudämmen und zu kontrollieren gilt. Das Problem? Sich schnell ausbreitende Erreger und Keime. Hier ist ein starker Partner wie Fakt mit seinen Hygienefachkräften gefragt, der mit modernster Technologie, viel Erfahrung und ausgereiften Kontroll- und Maßnahmeinstrumenten die Hygieneprävention und Bekämpfung verantwortet. Das gilt nicht nur für die Desinfektion und Reinheit der Räumlichkeiten, insbesondere der OPs und der Behandlungsräume, sondern auch für das Sterilgut. Dieses wird im Partnerunternehmen Medical Order Center in Aalen gereinigt, vakuumverpackt und schließlich sterilisiert, kommissioniert und an die Krankenhäuser ausgeliefert. Im gleichen Zuge gelangt gebrauchtes Instrumentarium sicher verpackt wieder zum Medical Order Center zurück. Fakt übernimmt auch im Medical Order Center die technische Verantwortung für alle Anlagen und Geräte wie die Wasseraufbereitung, die Klimatisierung im Sterilbereich und die Dampfversorgung der gesamten Sterilisationstechnik und sorgt somit neben dem Medical Order Center für eine sichere und hygienisch reine Auslieferung des sterilen Instrumentariums. In Krankenhäusern gibt es viele Prozesse, die hygienisch zu beurteilen sind, um eine Erregerverbreitung zu verhindern. In sensiblen Abteilungen, wie gerade hier in der Operationsabteilung, ist es besonders wichtig, Prozesse mitzugestalten und zu organisieren und diese auch hinterher zu überwachen. Aus diesem Grund ist es natürlich besonders wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden zu haben und natürlich auch mit allen Abteilungen der Firma Fakt.
Medikamente haben, bis sie durch den Patienten eingenommen werden können, einen langen Weg hinter sich. Einen Weg, den FACT zusammen mit dem Partnerunternehmen Medical Order Center begleitet und steuert. Die Medikamente werden zentral beschafft und im Medical Order Center in Aalen gelagert, kommissioniert und ausgeliefert. FACT übernimmt in den Häusern die Barcode-unterstützte Aufnahme des Warenbedarfs, die Bestellung sowie die effiziente Verteilung der gelieferten Produkte bis hin zu den Medikamentenschränken in den Stationen, Funktionsbereichen und bis in die OP-Säle. Die Krankenhäuser werden von FACT bei der Erarbeitung der durchgängigen und standardisierten Prozesskette in der Logistik von der Inhouse-Logistik beraten und unterstützt. So gelangt über die eng gekoppelte externe wie auch interne Logistik das Medikament auf wirtschaftlichem Wege zum Patienten. Der Krankenhausalltag ist geprägt von einer Vielzahl an Aktivitäten, die nicht nur parallel, sondern vor allem verzahnt ablaufen müssen. Hier kommt es auf das richtige Timing an. Ist die OP vorbei, der Patient behandelt, muss das Bett gereinigt bereitstehen und das Patientenzimmer und der Bettenplatz für den nächsten Patienten vorbereitet sein. FACT ist als verantwortliches Unternehmen für die Sekundär- und Tertiärprozesse im Krankenhaus in fast allen Bereichen zu finden. So übernimmt das Facility Management Unternehmen auch Aufgaben, die von keinem Patienten und auch nur von wenigen Mitarbeitern des Krankenhauses in vollem Umfang wahrgenommen werden, wie zum Beispiel die Bettenreinigung, Desinfektion und Aufbereitung. Diese geschieht sowohl vollautomatisch als auch per Hand. FACT übernimmt hierbei die technische Wartung der Anlage sowie der Desinfektionstechnik. Aber auch die Bedienung, das heißt die eigentliche Aufbereitung der Betten, sowie die Rückführung dieser in den Krankenhauskreislauf. Neben Operationen und Behandlungen fallen in einem Krankenhaus auch zahlreiche Schreibarbeiten an. Angefangen bei der Dokumentation der Anamnese, des Behandlungs- und Heilungsprozesses über abrechnungsspezifische Dokumente, Rezepte und die Korrespondenz mit niedergelassenen Ärzten und Arztpraxen werden alle Aktivitäten erfasst, dokumentiert und der Patientenakte zugeführt. FACT sorgt mit einem ganzen Paket an integrierten Leistungen dafür, dass die Erfassung, Verwaltung, Speicherung und auch der Zugriff auf die Patientendaten schnell und unkompliziert erfolgt. So gewährleisten die FACT-Schreibdienste in Verbindung mit digitaler Diktiertechnik und einem auf Wireless-LAN-Technologie basierenden Netzwerk im Krankenhaus eine vollständige Informationskonzentration und ein transparentes, standardisiertes Workflow-Management. Hier im zentralen Schreibdienst kommen die digitalen Diktate der Ärzte auf einer webbasierten Arbeitsfläche an. Die Schreibkräfte schreiben direkt im Krankenhausinformationssystem und so stehen die Diktate kurzfristig dem Arzt und dem Pflegepersonal zur Verfügung. Die Diktate sind automatisch priorisiert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch einen ambulanten Patienten, der hier nur kurzfristig ist, nach seiner OP mit einem Arztbrief zu entlassen. Wir haben Mitarbeiter vor Ort sitzen oder im Homeoffice, die im Schichtbetrieb oder auch an Wochenenden arbeiten. Und so gewähren wir fast rund um die Uhr eine Arztbriefschreibung. Dank der zentralen Erfassung der Daten und der anschließenden Speicherung und Verarbeitung im FACT-eigenen Rechenzentrum können archivierte Patientenakten sowie Arztdiktate direkt nach der Operation oder Behandlung zentral als sogenannte elektronische Patientenakte allen Ärzten zur Verfügung gestellt werden. In vielen Häusern betreuen wir natürlich auch noch die klassischen Papierarchive mit, wie wir hier sehen, den Papierakten, den physischen Akten, hier in Stapelarchivierung computerunterstützt. Die Zukunft gehört sicherlich der digitalen Archivierung. Diese digitale Archivierung bindet sehr viel weniger Raum und sie ist auch nicht so zeitintensiv. Sie hat weiterhin den Vorteil, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig in eine Akte schauen können. Insofern sprechen wir da gar nicht mehr nur von der klassischen Archivierung, sondern da haben wir natürlich auch das Thema des Dokumentenmanagements und man geht mehr in die Kommunikation als in die Archivierung. Die Genesung des Patienten, beispielsweise nach einer Operation oder nach einer konservativen Behandlung, erfolgt stets unter Beobachtung von Ärzten und Pflegepersonal. Durch das moderne Konzept der mobilen Visite hat der Arzt nunmehr die Möglichkeit, mittels mobiler Eingabegeräte, PDAs und Wireless-LAN-Technologie direkt im Patientenzimmer auf die Patientenakte zuzugreifen und seine Diagnosen dort zu dokumentieren. Sämtliche Eingaben, die er durchführt, sind unmittelbar im Anschluss im System gespeichert und stehen allen anderen Ärzten zur Verfügung. Gerade die Verknüpfung der einzelnen Gewerke und Servicebereiche bieten viel Potenzial für Qualitätsverbesserungen, Mehrwertgenerierung und zugleich Kostenminimierung. Auch heute schon arbeiten
die Bereiche Archivierung, Schreibdienst und IT eng zusammen, wie das Beispiel mobile Visite zeigt. Diese Anwendung wird weiterentwickelt und implementiert. Die mobile Visite ist nur einer von vielen Services, die FACT im Rahmen seiner IT-Leistungen anbietet. So ist FACT auch für die gesamte Nachrichten- und Telekommunikationstechnik in den Krankenhäusern verantwortlich und übernimmt die Betreuung der Anwender über einen eigenen User-Helpdesk, das Hard- und Software-Management, Anwendungsentwicklung und natürlich auch das Hosting der teilweise kritischen Anwendungen in einem eigenen Hochsicherheitsrechenzentrum. Auch die Wartung und Instandhaltung der Telekommunikation und die Netzwerkbetreuung erfolgt durch ein Spezialteam bei FACT. Die Reinigung, Desinfektion und Vorbereitung der Patientenzimmer übernehmen Serviceteams von FACT. Das Reinigungsteam führt die Reinigungsarbeiten durch, bestückt das Patientenzimmer mit sauberen Betten und Nachttischen und wechselt unter anderem nach entsprechender Einweisung bei Bedarf auch defekte Leuchtmittel aus. Darüber hinaus stellt FACT einen Stationsservice zur Verfügung. Diese Arbeiten gehen weit über das Maß der Reinigung hinaus und umfassen unter anderem die Unterstützung des Pflegepersonals. Gerade diese Unterstützungsleistungen sind ein Plus für die Krankenhäuser, die dadurch von einem schnellen, flexiblen und vor allem effizienten und kostenoptimierten Service profitieren. Die technischen Hilfstätigkeiten sind daraus entstanden, dass unsere Mitarbeiter in jeden Raum hineingehen zur Reinigung und als erstes sofort auffallen würde, wenn irgendwelche Leuchtmittel defekt sind oder wenn der Abfluss verstopft ist oder auch der Pellator nicht mehr funktioniert, weil er verkalkt ist. Und dann geht die Info zur FACT und ein Techniker müsste dann erst kommen und das auswechseln oder reparieren. Und unsere Mitarbeiter sind geschult worden, dass sie diese Tätigkeiten machen können und auch dafür ein Auge haben, weil sie in diesen Räumlichkeiten drin sind. Neben den medizinischen Geräten müssen nicht nur Patientenrufanlagen, Telefongeräte und EDV-Anlagen, sondern auch haustechnische und klassische Arbeitsgeräte und Anlagen funktionieren. Diese Aufgaben fallen in den Verantwortungsbereich der FACT Haustechnik. Hier gehen die Serviceanfragen aus den jeweiligen Abteilungen eines Hauses zentral ein und werden dort erfasst und weiterverarbeitet. Ein Schwerpunkt von FACT stellt hierbei die Bereichsleitung der Haustechnik dar. Sie unterstützt sämtliche Betriebsstätten bei der Erstellung von Wartungs- und Instandhaltungsplänen sowie der qualitativen und wirtschaftlichen Optimierung der Instandhaltung. Diese Optimierung der Instandhaltung erfolgt dabei aus der Ableitung von Maßnahmen aus den Erfahrungen im Betrieb eines Krankenhauses. Wir sind froh und dankbar, dass sich FACT Haustechnik auf der Grundlage eines schlüssigen Gesamtkonzeptes um die Pflege, Wartung und Reparatur dieser Geräte kümmert. Dadurch können sich unsere Ärzte, Pflegenden und Therapeuten um die Patienten kümmern, für die sie primär da sind. Der Mensch steht im Vordergrund, nicht die Maschine. FACT übernimmt in der Haustechnik darüber hinaus auch sämtliche Wartungs- und Instandhaltungs- sowie Reparaturarbeiten, die sowohl durch Schlosser, Sanitär- und Elektrotechniker als auch Schreiner und Maler ausgeführt werden. Eine besondere Anforderung wird an die Klimatisierung im Sterilbereich, wie zum Beispiel in OPs und Intensivstationen gestellt. Hier wird besonderes Know-how von dem Wartungspersonal von FACT gefordert, weil technisches, hygienisches und gewerkeübergreifendes Verständnis gleichermaßen vorhanden sein müssen und das an 24 Stunden je Tag, an 7 Tagen in der Woche. Viele medizinische und haustechnische Geräte und Anlagen, insbesondere zur Patientenversorgung, benötigen an 365 Tagen im Jahr funktionierende und sichere Druckluft- und Vakuumanlagen, deren Betrieb und Wartung sorgfältig und ebenfalls hygienisch einwandfrei ausgeführt werden müssen. Eine weitere Besonderheit ist die Stromversorgung in Einrichtungen im Gesundheitswesen. Sollte das Netz des Stromversorgers einmal ausfallen, so muss das Krankenhaus in den zentralen Bereichen unterbrechungsfrei weiter mit Strom versorgt werden. Sowohl alle Beatmungs- und Narkosegeräte wie auch viele andere lebenswichtige Geräte werden sowohl mit Druckluft als auch mit Strom betrieben. Dazu gibt es in allen Krankenhäusern sowohl Batterieanlagen als auch Notstromaggregate. Diese Notstromaggregate werden von FACT-Spezialisten betrieben, in regelmäßigen Abständen geprüft, gewartet und repariert. In modernen Einrichtungen wird eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung vorausgesetzt. Kein Wunder also, dass Wasser, Strom und Gas als zentrale Energiequellen neben den Personalkosten einen nicht zu vernachlässigenden Teil des Budgets der Krankenhäuser ausmachen. FACT hilft den Kunden aus dem Gesundheitswesen dabei, Energie kostengünstig zu beschaffen, die Versorgung mit Alternativenergien zu prüfen und vor allem Einsparpotenziale zu identifizieren und zu nutzen und ein nachhaltiges, effizientes Energiemanagement zu betreiben.
Durch die technische Analyse können wir die exakten Energieverbräuche in den einzelnen Liegenschaften definieren und kommen über einzelne Energieeinsparkonzepte zu signifikanten Kostenreduzierungen, die wir durch die Implementierung eines Energiemanagementsystems nachhaltig im Rahmen der Betriebsführung sichern können. Um die Betriebsleistungen effizienter zu gestalten, sind nicht nur Erfahrungen im Betrieb von Krankenhäusern notwendig. Vielmehr hängen zahlreiche Betriebsabläufe auch von der Beschaffenheit und der Struktur des Gebäudes ab. Deshalb hat FACT in Zusammenarbeit mit Partnern Methoden entwickelt, die Arbeitsabläufe systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu optimieren. Diese Ergebnisse und einschlägige Erfahrungen fließen in die Planung von Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten ein. Aber auch die Auswahl von Materialien und Baugruppen wie Wandoberflächen, Türen, Möbeln bis hin zu Bodenbelägen sind ebenso wie umbauter Raum und das Verhältnis von Wand- zu Fensterflächen für die Folgekosten im anschließenden Betrieb von großer Bedeutung. Auch der Weg der Patienten innerhalb des Krankenhausgebäudes wurde lange Zeit nicht untersucht. Heute führt FACT vor Bauprojekten eine sogenannte Patientenstromanalyse durch. Was passiert mit dem Patienten? Von der Einlieferung über die Behandlungen bis zur Entlassung. Wie verlaufen die Behandlungspfade? Werden die Patientenwege als Ergebnis der Patientenstromanalyse berücksichtigt, kann das Gebäude bereits im Vorfeld so strukturiert werden, dass die häufigsten Wege zwischen den wichtigsten Behandlungsbereichen möglichst kurz sind und für den Patienten möglichst keine Wartezeiten entstehen. Gerade die Verbesserungen, die sich aus der Prozessanalyse ableiten lassen, haben ganz wesentlichen Einfluss auf die späteren Betriebskosten. Durch die systematische Aufarbeitung der Informationsflüsse, Arbeitsabläufe und auch Wegeverbindungen erhalten wir erst die Basis für die gemeinsame Planung der Arbeitsabläufe. Dies geschieht zusammen mit dem Personal, also unter Einbindung des Personals, und hat als Ergebnis das Raum- und Funktionsprogramm, was das Pflichtenheft bildet für den Architekten. Zu einer erfolgreichen Genesung gehört ganz erheblich und in Zukunft immer mehr auch eine gesunde und nährstoffreiche Ernährung. FACT übernimmt in Bezug auf den ganzheitlichen gastronomischen Service das Kochen, Verteilen und die Küchen- und Speiseplanung für Krankenhäuser, Altenheime und Sozialeinrichtungen. FACT ist auch hier eng vernetzt mit der internen Logistik und der Hygieneberatung. Die Spezialisten vom Gastronomie-Team übernehmen dabei die interne Logistik zur Versorgung der einzelnen Bereiche und Stationen der Einrichtungen und betreiben darüber hinaus die Kantinen, Cafeterien und Kioske der Krankenhäuser. Dabei werden die Patienten durch die Service-Mitarbeiter von FACT auch in den Patientenzimmern versorgt. Unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gastronomie-Teams befinden sich Köche, Ernährungswissenschaftler sowie Diätassistenten. Also bei unserer Speisenzusammenstellung achten wir schon auf eine Vielfalt und berücksichtigen auch spezielle Nachfragen. Neben unseren Standardgerichten bieten wir natürlich auch